Hallo, ich möchte euch heute gerne eine Geschichte erzählen. Es war einmal ein kleines Mädchen namens Gabi. Gabi begeisterte sich schon immer für die Technik. Doch nicht alle in ihrer Klasse teilten diese Leidenschaft. Wie stehen Sie zu Frauen in der Technik? Ich finde, es ist eine ziemlich gute Idee und ich stehe irgendwie sehr gut dazu, weil ich finde, es heißt immer, Frauen sind zu dumm dafür, für die Technik und das ist eben überhaupt nicht so. Möchten Sie selbst mal einen technischen Beruf haben? Na, so habe ich es nicht vor. Wie viele Frauen denken Sie, sind zurzeit im technischen Bereich tätig? So circa 50%. Kennen Sie Frauen in der Technik? Na, persönlich nicht. Würden Sie eine Frau mit technischem Beruf als Vorbild nehmen? Ja, schon, weil es eben immer heißt, Frauen kennen das nicht und deshalb finde ich das eigentlich ziemlich gut. Dankeschön. Bitte. 15 Jahre später sieht es in den Schulen anders aus. Wie stehen Sie zu Frauen in der Technik? Ich finde es gut, dass sich Frauen mit der Technik beschäftigen. Möchten Sie selbst mal einen technischen Beruf haben? Ziemlich wahrscheinlich schon. Wie viele Frauen denken Sie, sind zurzeit im technischen Bereich tätig? Ich denke so 15-20%. Kennen Sie Frauen in der Technik? Ja, zum Beispiel meine Schwester. Würden Sie eine Frau mit technischem Beruf als Vorbild nehmen? Wenn sie sehr erfolgreich mit ihrem Beruf ist, schon. Dankeschön. Bitte sehr. Hier lernt sie andere Mädchen kennen, die ebenfalls dieses Hobby teilen. Möchten Sie selbst mal einen technischen Beruf haben? Ja, und zwar Fotografin, weil man macht da auch viel mit Technik und ja, es interessiert mich. Wie viele Frauen denken Sie, sind zurzeit im technischen Bereich tätig? So circa bei die 25%. Wieso haben Sie sich für diesen Bereich entschieden? Weil ich schon seit klein auf immer mit Technik zu tun gehabt habe, weil mich das auch sehr interessiert. Würden Sie eine Frau mit technischem Beruf als Vorbild nehmen? Wenn ich jetzt eine kennen würde, vielleicht, aber jetzt so eher nicht. Dankeschön. Bitte. Wie stehen Sie zu Frauen in der Technik? Also ich finde, dass Frauen und Männer in dem Beruf, in einem technischen Beruf gleichberechtigt werden sollten und jeder dasselbe Gehalt verdienen sollte. Möchten Sie selbst mal einen technischen Beruf haben? Eigentlich habe ich mir einen Beruf in der Technik eher weniger vorgestellt, daher mir der Bereich nicht so sehr gefällt. Wie viele Frauen denken Sie, sind zurzeit im technischen Bereich tätig? Circa 10%. Kennen Sie Frauen in der Technik? Ja, ich kenne einige Frauen, die in der Technik berufstätig sind. Würden Sie eine Frau mit technischem Beruf als Vorbild nehmen? Ich würde eine Frau eher weniger in der Technik als Vorbild nehmen, daher die Männer eher mehr Erfahrung in diesem Beruf haben. An der technischen Schule wurde sie auch immer von ihren Lehrerinnen und Lehrern unterstützt. Sie beendete die Schule mit ausgezeichneten Noten und fand daraufhin einen tollen und gut bezahlten Job. Wie stehen Sie zu Frauen in der Technik? Ja, grundsätzlich, glaube ich, sind sicher generell zu wenig Frauen in der Technik oder generell wenig Frauen in der Technik. Okay. Wie viel Prozent denken Sie nun, dass es circa gibt? Ich würde sagen maximal 10-20, gefühlsmäßig. So in meinem Bereich einmal auf jeden Fall. Kennen Sie viele Frauen, die in der Technik tätig sind? Nein, eigentlich nicht. Würden Sie lieber mit Frauen oder mit Männern zusammenarbeiten? Das ist, glaube ich, relativ egal, würde ich sagen. Also wichtig ist, dass man sich da gut, ich sage jetzt einmal, versteht. Das ist eigentlich relativ... Also für mich zumindest unwesentlich, ob es jetzt eine Frau oder ein Mann ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Wieso haben Sie sich für diesen Bereich entschieden? Weil mich das schon immer interessiert hat und deswegen habe ich da ja, dann nach der Schule weiter vertieft noch und bin jetzt in dem Bereich tätig. Wie geht es Ihnen in diesem Job? Sehr gut. Kann mich nicht beklagen. Passt. Dankeschön. Wie stehen Sie zu Frauen in der Technik? Sehr gut steht zu Frauen in der Technik. Ja. Da mein Beruf eben ein technischer ist. Wie viel Prozent Frauenanteil denken Sie, gibt es in der Technik? Ich denke, das wird relativ wenig sein, so zwischen 20-30%. Kennen Sie Frauen, die in der Technik tätig sind? Ja, natürlich. Arbeitskolleginnen. Wieso haben Sie sich für diesen Bereich entschieden? Das ist relativ spontan passiert. Also ich habe mich eben über auf Jobsuche und habe mich unter anderem bei den Finnern beworben. Bin aufgenommen worden und habe mich sehr darüber gefreut und eben mit der Zeit dann eigentlich am Job aufgeblüht, weil ich eigentlich gar nicht gewusst, was da auf mich zukommen wird und ja.
Arbeiten Sie lieber mit Frauen oder mit Männern zusammen? Ist mir ganz egal. Wie geht es Ihnen in Ihrem Job? Ganz gut. Es passt. Ich bin sehr zufrieden. Und warum könnten Sie ein Vorbild für andere junge Frauen sein? Also als Vorbild würde ich mich nicht sehen. Aber ich weiß nicht, vielleicht einfach, dass andere junge Frauen vielleicht auch sich mehr trauen, einen technischen Beruf zu wählen, eben weil so wenig Prozentanteil der Frauen in diesem Beruf sind. Ja. Dankeschön. Danke. Das war meine Geschichte. Jetzt bist du an der Reihe. Fürchte dich nicht, als Frau in der Technik zu arbeiten. Du hast es selbst in der Hand. Schreibe deine eigene Geschichte.